man unterschätzt sie eigentlich sehr. Weil die geht hier jetzt noch, die ist irgendwie lang gezogen. Aber die nächste Kurve, da muss man wirklich abbremsen. Weil die hat eine längere Kurve. Und deswegen die meistens unterschätzt. Ja. Die wird auch nochmal hier gekennzeichnet an der Leitplanke mit so, ja. Ja, mit weiß, rot. Wenn hier Regen ist, würde ich auch hier langsamer fahren, weil die Straße sehr glatt ist und durch das Wasser, was da so auf der Straße langläuft, ist es halt einfach glatt und die Gefahr, dass man in die Gegend kommt, ist einfach Tage höher. Und ja, hier sind jetzt kleine Kinder, also nicht kleine Kinder, aber Jugendliche. Ja, ja. Also ich, die sollten wir sowieso ein bisschen langsamer fahren. Ja. Weil die haben ja dann die Gewohnheiten, dass sie dann quasi mal komplett auf der Fahrbahn fahren. Ja, und das ist dann ohne Helm. Ja, das waren noch Zeiten gewesen, wo ich noch jung war, ja. Die vermisse ich irgendwie. Ja, ja, jetzt fahren wir ganz schön schnell hier. Da wird sogar jetzt zwei freihändig. Da hat man nur die Gefahr gespürt, die spürt man erst, wenn man älter wird. Weil man denkt ja quasi mehr nach, das ist ja das Problem. Man stellt sich dann irgendwas vor im Kopf, was eigentlich gar nicht. Ja, wenn Weg darüber eine lange Nacht denkt, dann passiert das dann, dass man wirklich einen Unfall baut und Kinder sind so halt, ja, die sind frei, die denken nicht nach. Heißt nicht, dass sie jetzt dumm sind, aber die denken einfach nicht nach und dann passiert auch einfach nichts. Die fahren ihr quasi ihr Ding durch und dann ist alles in Ordnung. Ja. So, hier will ich auch schon mal langsam fahren. So auf Tempo 30 und fahrt auch wirklich Tempo 30 hier. Und also hier müsste ich auch nicht wohnen. Hier ist so viel los hier. Gerade tagsüber, das glaubt ihr gar nicht. Dann haben sie überall an den Mauern so. Schilderung. Genau, hier ist einfach, ich glaube hier war eins, da vorne ist eins, nee, genau, da vorne sind dann diese neue Radarkontrolle und da müsste langsam fahren, ja, die sind fest installiert und wer sich nicht auskennt, der wird geblitzt, ganz einfach. Deswegen, der sich ein bisschen auskennt, der fährt auch wirklich langsam und da kann eigentlich nichts passieren. Ja, also mir macht heute die Aufnahmen so Spaß, ja. Ich würde am besten liebst noch 3 Stunden aufnehmen, ja. Aber das ist vom Akku her, ist es einfach nicht mehr gewährleistet, dass ich da komplett noch 3 Stunden aufnehmen könnte, weil der Akku ist einfach schwach. Ich habe jetzt bestimmt jetzt seit 2-3 Stunden schon aufgenommen und der Akku geht leider zur Neige. Ich muss ihn leider aufladen, sonst wäre ich wirklich ja gut. Um Daumen, das Problem ist, es wird auch dunkler, ja. Irgendwann seht ihr gar nichts mehr und das ist gar nichts mehr, ja. Das ist, das kann man sich sparen. Der müsste schon früh morgen schon losfahren und da die Aufnahmen machen. Wenn ich mal dazu Lust habe, mal früh morgens Aufnahmen zu machen, werde ich das machen. Aber zurzeit bin ich jetzt in der Phase, wo ich jetzt sage, okay, ich mache die eher nach der Arbeit. Weil ich müsste dann so früh anfangen und dann ist es noch so dunkel, was ist 4 Uhr nachts und da könnt ihr nichts sehen, ja. Dann müsste ich wirklich durch Städte fahren, wo wirklich halt alles hell beleuchtet ist und ja. Morgens bin ich meistens dann immer sowieso ein bisschen, ja, hab da mindestens, würde ich mal sagen, ein bisschen schlechter gelaunt. Ich bin eher so ein Morgenmuffel und da will ich eigentlich meine Ruhe haben und nicht viel erzählen, sondern einfach nur, ja, dass ich erstmal die erste Zeit rumkriege. Weil ich bin ja dann, wenn ich aufstehe, ich esse ja meistens nie, ich trinke auch keinen Kaffee, ich sehe dann halt so aus, ich ziehe mich an, ich wasche mich dann und Zähne putzen und dann fahre ich eigentlich schon los, ja. Ich stehe meistens um 6 Uhr auf, halbe Stunde, also nicht eine halbe Stunde, aber eine Viertelstunde später, wohl, ich stehe eigentlich schon fast schon spät auf, aber ich liege dann meistens noch 10 Minuten im Bett, dann haben wir 10 nach 6. Und dann muss ich mich halt noch schnell anziehen, Zähne putzen und dann finde ich das 5 Minuten, habe ich ein bisschen Zeit. Und danach brauche ich noch 5 Minuten bis ans Auto, weil ich habe das Problem, ich wohne nicht direkt an der. Ich habe keinen Parkplatz, wo ich wohne. Ich muss dann immer weiter weglaufen. 5 Minuten macht das meistens aus. Wenn ich halt wirklich laufe, macht das 5 Minuten aus und dann
jetzt ist schon 20 nach. Und ja, deswegen muss ich irgendwie sehen, dass ich erst einfach mal früh ins Bett gehe. Ich habe vorhin ein bisschen geschlafen gehabt. Und ja, es ist immer so das Problem, wenn man sich ins Bett legt. Das ist bei mir komplett das Problem. Ich lege mich dann ins Bett danach. Und dann bin ich dann was so platt. Ja, ich dann irgendwie einschlafe für 2 Stunden. Und ja, aber es ist ein bisschen dunkler. Ja, das Problem ist, es ist einfach zu dunkel geworden. Und aber ich finde die Strecke schön, deswegen ich will versuchen, die noch aufzunehmen. Ja, ich habe ja dann nochmal geparkt. Dass ich eine ganze, ja, dass ich nicht irgendwie 200 Meter schon gefahren bin und dann habt ihr schon die 200 Meter verpasst. Was jetzt eigentlich nicht so schlimm wäre, aber auf Landstraßen geht es noch. Ich meine, mitten auf der Autobahn zu sagen, okay, ich mache jetzt mal hier eine Pause, geht gar nicht. Da sind sie meistens zu schnell und dann bin ich wirklich schon, ja. Wenn ein LKW hier mit 40 Tonnen reinrauscht, also da bleibt nicht so viel übrig. Da bleibt höchstens der Motor übrig und ja, ich bin dann halt, ja, ja, kann man sagen, in der Hölle oder im Himmel, je nachdem. Ich bin noch nicht mal am Leben, ja. Ja, ich habe hier immer noch nicht, ich bin jetzt, glaube ich, jetzt 12 Kilometer gefahren und habe immer noch nicht meinen Burger gegessen, ja. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger, bin ich ein bisschen ruhig und ihr könnt ja mein Schmatzen hören. Ich werde, naja, schmatzen werde ich nicht, aber ich werde ein bisschen stiller sein, ja. Ihr genießt quasi die Aufnahme und stellt euch vor, ihr würdet mit mir essen und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Okay, ja, ich esse erstmal, ja. Rein mit Vollmund, sollen wir nicht reden. Okay. Also, Burger. Immer sofort essen, ja. Der schmeckt dann nach 10 Stunden so lapperig. Ich bin jetzt zwar nicht 10 Stunden gefahren, aber ich muss meistens dann übertreiben. Aber wenn ihr dann das erst nach 20 Minuten isst, dann ist das schmeckt das so pappig, ja. Das ist ja das Problem mit so einem Burger. Wenn man den Burger selbst macht, der schmeckt auch nach 2 Stunden noch. Ja. Und was ich auch nicht machen würde, einen Burger erwärmen. Ja, geht gar nicht. Das schmeckt dann noch gar nichts. Da sprichst du dann quasi nur noch das Brötchen vom Burger und das schmeckt dann auch, ja, das schmeckt dann einseitig und deswegen, jo. Das ist eine Vollfahrtsstraße und da muss geblinkt werden. Selbst im Kreisverkehr. Im Kreisverkehr natürlich auf den Verkehr achten, reinfahren und nach dem Ausfahren, also ich danach, wenn man aus dem Kreisverkehr rausfahren möchte, immer blinken dann.